3 Millionen in bar. Eine für jedes Jahr, das ich in diesem stinkenden Kellerloch zubringen musste. Ich bring dir das Geld. In einer Stunde. Was hast du denn? Mir ist irgendwie nicht gut. Hey, Oliver, um Gottes Willen! Hoffentlich gefallen dir die Filme, die ich ausgeliehen habe. Bestimmt. Der Einheit Überlänge, den schaffen wir heute bestimmt nicht mehr. Also, wenn du willst, kann ich die ganze Nacht hier bleiben. Clarissa, ich will dein Geld nicht. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Ich lass mich nicht von dir bestechen. Marie? Ist nicht so, wie es aussieht. Tanja hat mir eine Falle gestellt. Eine Falle? Für mich sieht es eher so aus, als würdest du sie mit deinem Geld zum Schweigen bringen wollen. Nein, ganz sicher nicht. Anscheinend weiß sie etwas über dich, was dir sehr unangenehm ist. Das ist doch Unsinn. Warum sonst willst du ihr einen Koffer voller Geld geben? Dabei geht es doch nur um dich. Ausschließlich um dich. Um mich? Aber schämst du dich nicht? Es ist die Wahrheit. Und ich hab gedacht, du hättest dich geändert. Aber das war anscheinend ein Irrtum. Du hast mich sehr enttäuscht. Gut, dann werde ich dir eben jetzt alles erzählen. Die ganze Geschichte. Und dann urteile selbst. Da bin ich ja mal gespannt. Du wirst wirklich hier übernachten? Ja. 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 Nina, also die macht sich doch bestimmt Sorgen. Nein, ich habe ihr einen Zettel hingelegt. Sie weiß, dass ich hier übernachte. Du freust dich ja gar nicht. Doch, klar. Was hast du denn da? Also, ich dachte... das brauchen wir vielleicht. Ach so, ja klar. Ganz langsam, okay. Oliver, geht es dir jetzt ein bisschen besser? Geht so. Jetzt setz dich erstmal hin. Komm. Der Krankenwagen kommt gleich. Gut. Komm her. Oliver. Drum, was hat er denn? Ich fürchte, der Fisch war nicht in Ordnung. Du meinst, der Fisch hier im Lokal? Ich denke ja. Aber das ist ausgeschlossen. Wir verarbeiten nur erstklassige Ware. Ich sag ja nicht, dass es an dir liegt oder an dem Koch. Angelo, es darf kein Fisch mehr aus der Küche. Ah, gut, dass Sie da sind. Es wird aber auch Zeit. Es wird alles gut. Du bist gleich im Krankenhaus, ja. Tanja, eine Mörderin? Clarissa, was bitteschön geht in deinem Kopf vor? Du musst auch völlig krank sein. Hör gar nicht hin. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Sie nehmen ihr diesen Unsinn doch hoffentlich nicht ab. Tja, was soll ich sagen? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich früher kein Engel war, aber eine Mörderin. Und wenn? Wieso läuft sie frei herum, hm? Sie hat Glück gehabt, dass sie nicht erwischt wurde. Ach, Clarissa, komm, ich könnte so viel über dich erzählen. Klar, Angriff ist die beste Verteidigung. Tu mir einfach einen Gefallen, ja? Lass mich in Ruhe. Den Gefallen kann ich dir nicht tun. Es tut mir leid, ich kann mir diesen Schwachsinn hier nicht länger anhören. Typisch, Tanja. Sie war schon immer eine schlechte Verliererin. Ich an ihrer Stelle hätte mir das auch nicht weiter angehört. Willst du damit sagen, dass du mir nicht glaubst?
Ich finde nur, dass deine Unterstellungen an den Haaren herbeigezogen sind. Du kennst diese Person doch gar nicht. Also ein bisschen mehr Menschenkenntnis könntest du mir schon zutrauen. Tanja hat schon ganz andere reingelegt. Warum sollte ich dir denn das alles sagen, wenn es nicht stimmt? Das weiß ich nicht. Aber wenn deine Behauptungen wahr sind, wieso bist du dann nicht zur Polizei gegangen? Warte! Meine Güte, das dauert ja ewig. Ich verstehe das nicht. Die Diagnose ist eindeutig. Du bist immer noch der Meinung, dass Oliver eine Fischvergiftung hat, ja? Charlie, ich weiß, wovon ich rede. Wir hatten neulich im Krankenhaus eine ganze Busladung mit Leuten. Alle mit Fischvergiftung. Dann haben die hier einfach weniger Erfahrung mit solchen Dingen. Die Sanitäter wollten unbedingt hierher. Was hätte ich denn machen sollen? Das ist halt das nächstgelegene Krankenhaus. Oh, Entschuldigung. Charlie. Sorry, das habe ich vergessen. Schneider. Clarissa, ich kann jetzt gerade gar nicht. Sekunde. Tom, bin gleich wieder da. Ist okay. Ja, also? Entschuldigen Sie. Ja? Können Sie mir sagen, wie es Oliver Gabel geht? Nicht sehr gut. Darf ich zu ihm? Nein. Dann sagen Sie mir wenigstens, was Sie diagnostiziert haben. Ich fürchte, wir müssen operieren. Was? Die Bekannte hat ein Magengeschwür. Ein Magengeschwür. Soll ich? Soll ich nicht? Ich weiß nicht. Ich lege meine andere CD auf. Ja, klar. Oder sollen wir in mein Zimmer? Ja, klar. Aber vorher würde ich gerne was trinken. Ach, ja, kein Problem. Was willst du trinken? Ist egal, irgendwas. Wir haben nur noch Apfelsaft. Ist egal. Nehme ich gern. Sollen wir ein Video angucken? Ja, ist eine super Idee. Okay, such dir eins aus. Guten Abend, Larissa, hallo. Guten Abend, Charlie. Wie geht's deinem Neffen? Nicht besonders, ich bin in großer Sorge. Weißt du denn schon was Genaueres? Tom meint, es sei eine Fischvergiftung, aber der Arzt hat noch nichts gesagt. Ich möchte auch gleich wieder zu Tom. Ja. Was sollen wir denn tun? Ich brauche deine Hilfe. Inwiefern? Ich habe mit Marie gesprochen und ihr alles über Tanja erzählt. Alles? Naja, bis auf den Punkt, dass ich damals Tanjas Verbrechen vertuscht habe. Also doch nicht alles. Jedenfalls Marie glaubt mir nicht. Sie sieht in Tanja immer noch den guten Menschen, der sie gerettet hat. Und was soll ich dabei tun? Du musst Marie bestätigen, dass meine Geschichte stimmt. Gibt es da nicht ein Problem? Müsste ich ihr dann nicht auch erzählen, was du für eine Rolle dabei gespielt hast? Ich weiß nicht, ob das sein muss. Wenn es so kommt, dann würde ich das in Kauf nehmen. Hauptsache, Marie erkennt endlich, mit wem sie es zu tun hat. Clarissa, ich habe wirklich Angst vor Tanja, aber ich tu's. Danke. Schon gut. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss unbedingt nach Oliver sehen. Natürlich. Charlie!
Das vergesse ich dir nie. Es mag ja sein, dass Sie es als Laie für eine Fischvergiftung halten. Als Arzt sage ich Ihnen aber, dass Sie sich täuschen. Und ich sage Ihnen als Arzt, dass Sie sich täuschen. Wie ist es in Mediziner? Zufälligerweise, ja. Dann weiß ich nicht, warum Sie mit mir diskutieren. Der Fall ist doch glasklar. Richtig. Hat auf keinen Fall ein Magengeschwür. Es gab nicht die geringsten Anzeichen dafür. Bei allem Respekt, Herr Kollege. Aber hier stelle ich die Diagnose. Die Fischvergiftung heißen muss. Skombrotoxismus, um präzise zu sein. Es war Thunfisch. Und ich sage Ihnen, dass Sie sich irren. Sie bestehen also auf eine Operation? So ist es. Gut. Dann verlange ich, dass ein Kollege hinzugezogen wird. Sie verlangen das. Mit welchem Recht? Sind Sie ein Angehöriger von Herrn Sabel? Nein. Ich bin sein Lebensgefährte. Lebensgefährte? Steht also kein Verwandtschaftsverhältnis? Das ist doch völlig irrelevant. Ihre Diagnose ist falsch. Und was macht Sie da so sicher? Ihre jahrelange Erfahrung? Die brauche ich gar nicht für so eine Diagnose. Die Symptome sind eindeutig. Und ein guter Arzt wüsste das auch. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich möchte meinen Freund lediglich vor einer unnötigen Operation bewahren. Das ist alles. Sie stehen mir die Zeit. Der Zustand Ihres Lebensgefährten ist durchaus kritisch. Weil der Fisch verdorben war. Darüber müssen Sie ja zum Glück nicht entscheiden. Gute Arbeit. Tanja mit einem Koffer Geld mundtot zu machen. Mich würde schon interessieren, worum es da eigentlich geht. Anscheinend weiß Tanja etwas, was Clarissa sehr beunruhigt. Ja, das stimmt. Aber das wollte ich nie gegen sie verwenden. Ach, Tanja. Ich kenne dich noch ganz anders. Ich habe mich aber geändert. Außerdem finde ich, wir sollten Clarissas Hirngespinste nicht länger zum Gespräch machen. Sie haben recht. Außerdem, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns das Du anbieten. Gerne. Gut, dann bestellen wir doch gleich mal eine Flasche Champagner. Angelo? Champagner, geht klar. Schluss jetzt mit der Diskussion, wir müssen jetzt operieren. Die Operation wäre ein Riesenfehler, jetzt sehen Sie das endlich ein! Überlassen Sie die Entscheidung bitte mir. Was ist denn jetzt mit Oliver? Dieser Kollege ist auf dem Holzweg. Deswegen werden wir Herrn Sabel jetzt für die OP vorbereiten. Das grenzt ja nahezu an Körperverletzung. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Einen Moment bitte. Tom. Bist du sicher, dass deine Diagnose stimmt? Absolut, Charlie. Na gut. Es tut mir leid, Herr Doktor, aber ich als Olivers Tante und damit einzige Angehörige vor Ort gebe Ihnen nicht die Einwilligung zur Operation. Was soll das denn jetzt? Mein Neffe hat sich vermutlich eine Fischvergiftung zugezogen. Aber das können Sie doch gar nicht beurteilen. Ich übernehme die volle Verantwortung. Mit einem Magendurchbruch ist nicht zu spaßen. Ich weiß. Sie sind sich über die etwaigen Konsequenzen im Klaren? Keine Operation. Das hätte ich gern schriftlich. Wie Sie wollen. Und dann hast du dich doch nicht getraut, oder wie? So ungefähr. Und wie hat Christian reagiert? Total lieb. Na, dann ist doch alles gut. Nee, nichts ist gut. Ich war einfach nur feige. Ich denke, Christian hat total lieb reagiert. Das hat er ja auch. Dann ist doch alles in Ordnung. Nein, ich habe ihn ja trotzdem enttäuscht. Er hat sich bloß nicht anmerken lassen. Weißt du, was ich denke? Er will einfach, dass das erste Mal für euch beide richtig schön wird. Deshalb macht es ihnen ganz bestimmt nichts aus, zu warten, bis du soweit bist. Hauptsache, Oliver wird wieder gesund, egal wie lange es dauert. Ich glaube das alles nicht. Ach komm jetzt, Kopf hoch. Du bist gut. Die hätten Oliver beinahe aufgeschnitten. Für nichts und wieder nichts. Ja, wenn du nicht eingegriffen hättest, bestimmt. Wie der Typ reagiert hat, dass Oliver nicht zusammen sind. Als wenn ich deswegen ein schlechterer Arzt wäre. Ganz sicher nicht. Und? Wie geht es meinem Neffen? Den Umständen entsprechend. Und das heißt?
Er ist nur ziemlich schwach, aber es wird schon. Dann hat die Therapie angeschlagen. Ich denke, wir haben die Vergiftung jetzt im Griff. Also kein Magengeschwür. So wie es aussieht, eher nicht. Nein. Du hast mich gestern gefragt, warum ich Tanja damals nicht angezeigt habe. Und? Bitte. Das ist ein Kaufvertrag zwischen dir und Tanja über die Hälfte von Schloss Friedenau? Den Eindruck macht das Papier, ja. Was willst du damit sagen? Dass es mehr als nur ein Kaufvertrag ist. Das war mein Schweigegeld. Bitte? Wenn Tanja mir damals ihre Schlosshälfte nicht überschrieben hätte, wäre ich zur Polizei gegangen und hätte sie angezeigt. Bei der Summe, die du gezahlt hast, dürfte dir die Unterschrift nicht schwer gefallen sein. Wenn ich die Summe gezahlt hätte. Der Kaufpreis steht nur auf dem Papier. Tatsächlich habe ich ihr nur einen Bruchteil davon gegeben. Ich weiß, das alles klingt sehr merkwürdig. Gut. Wenn es so wäre, dann hättest du sie erpresst. Auch nicht wirklich nett. Ich wollte sie nicht ins Gefängnis bringen. Sie sollte einfach nur verschwinden. Ja, aber was soll das denn beweisen? Ich meine, das sagt doch nichts über deine absurden Beschuldigungen gegen Tanja aus. Stimmt. Ich weiß. Deshalb möchte ich, dass du mit Charlie Schneider sprichst. Und wozu soll das gut sein? Sie wird dir meine Version der Geschehnisse bestätigen. Bitte. Sprich mit ihr. Ach, hi Christian. Hi. 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 Tja, ich muss leider Hausaufgaben machen. Na? Na? Bist du enttäuscht? Nein, wieso? Wegen gestern, meine ich. Ich dachte, du hast dir den Abend schon anders vorgestellt, oder? Keine Ahnung. Ich doch erst hier bleiben wollte und mich dann doch nicht getraut habe. Hey, das ist vollkommen okay, Lara. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Also eigentlich wollte ich mich bei dir entschuldigen. Wofür? Naja, ich war vollkommen unentspannt. Ich hab dir den ganzen Abend verdorben. Nein, Quatsch. Ich hab ihn dir verdorben. Wenn ich mich so albern anstelle, sowas wirst du bei Mädchen bestimmt nicht gewöhnt. Wie meinst du denn das? Naja, du hattest doch bestimmt schon ganz erfahrene Freundin. Nee. Um ehrlich zu sein, habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung. Genau zu sein, gar keine. Ach, Angelo, so können Sie nicht gehen. Hallo, Charlie. Angelo, der Herr an Tisch 3 möchte zahlen. Capito? Ja. Hallo? Lange nicht gesehen. Nein. Hast du Zeit für ein kleines Schwätzchen? Worüber sollten wir uns unterhalten? Worüber Freundinnen so reden. Freundinnen? Naja, ich dachte jetzt, wo du dich mit Clarissa nicht mehr verstehst. Ich bin sehr wählerisch, was meine Bekannten angeht. Das ist mir neu. Also, was willst du? Sieh an, du lässt dich nicht mehr so schnell einwickeln. Charlie Schneider? Ich bin's, Clarissa. Oh, hallo. Ich habe gerade mit Marie und Henning gesprochen. Marie ist bereit, sich mit dir über Tanja zu unterhalten. Wann würde es dir passen? Am besten gleich. Gut, wir kommen. Bis dann. Was möchtest du trinken? Ich lade dich ein. Oliver. Hi. Dort ist eine Fischvergiftung.
kommt von irgendwas. Skombrotoxismus. Das ist genauso eklig, wie sich's anhört. Komm. Du, wie kann sowas denn passieren? Bei deiner Tante ist doch sonst immer alles tipptopp. Frag mich nicht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die ganze Sache noch mal überlebt habe. Kann man davon sterben? Wenn du Pech hast, ja. Aber in diesem Fall hätte es weniger an dem verdorbenen Fisch gelegen. Der Arzt im Krankenhaus wollte mir ernsthaft den Magen rausschnippeln. Wie? Um den Fisch da rauszuholen? Nee, der hat gedacht, ich habe ein Magengeschwür. Du? Der Kollege war ziemlich überarbeitet. Und ziemlich stur. Wenn Tom und Charlie nicht gewesen wären, hätte mich der Irre echt unter das Messer gelegt. Oh je. Außerdem hat er mich nicht zu Oliver gelassen. Warum das denn nicht? Weil ich kein Angehöriger bin. Ja, aber ihr beide seid doch zusammen. Das ist solchen Typen völlig egal. Das Krankenhaus bringt mich auf jeden Fall so schnell keiner mehr. Hm. Wir kriegen dich ganz bestimmt auch hier gesund. Soll ich dir was zu essen machen? Solange es kein Fisch ist. Was hättest du denn gern? Ein bisschen Zwieback vielleicht? Richtig schön hier. Das ist ein bisschen wie damals. Erinnerst du dich? Unser erster Kurs? Na klar. Den werde ich auch nie vergessen. Es war alles so wunderschön. Und dann habe ich versagt. Ach, das war nicht deine Schuld damals. Ich war einfach nicht gut drauf in der Zeit. Versprichst du mir, dass wir uns nie wieder trennen? Versprochen. Aber warum sollten wir uns auch trennen? Ich bin ja total glücklich mit dir. Und lass uns immer offen und ehrlich über alles reden. So wie gerade. Ich bin echt froh, dass wir das geklärt haben mit unserem ersten Mal. Jetzt komme ich mir nicht mehr vor wie das dumme kleine Mädchen, das keine Ahnung hat. Weil ich ein kleiner, dummer Junge bin. Weil wir alles gemeinsam erleben. Und weil wir uns so viel Zeit lassen können, wie wir wollen. Danke für den Kaffee. Sehr nett. Aber ich muss jetzt los. Ach, bleib doch noch, wo wir gerade so nett erzählen. Wie Freundinnen. Ein andermal. Ich habe noch was zu erledigen. Ach komm, einen Prosecco, so viel Zeit wird sein. Also was ist? Trinkst du ein Glas? Wir können noch eine Kleinigkeit essen. Essen? Vielleicht Fisch? Ich glaube, ich würde Fleisch vorziehen. Sicher ist sicher. Wie geht's eigentlich deinem Neffen? Oliver, wieso? Ist ja nicht ohne so eine Fischvergiftung. Vor allem nicht gut fürs Geschäft. Woher weißt du davon? Wenn er gestorben wäre, hättest du den Laden dicht machen können. Wovon redest du? Von dem Gift in seinem Essen. Ein bisschen mehr und du könntest jetzt schwarz tragen.